Das Wort für die Fraktion der Grünen hat Frau Harms. Ja, Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Tat ist es so, dass ich sehr gespannt bin, wie Herr Tsipras heute Abend Griechenland vertritt. Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, das Nein und das Ja zu vertreten, weil seine erste Aufgabe ist es ja, sein Land auch wieder zusammenzuführen. Und nur ein geeintes Griechenland wird die Möglichkeit haben, in Brüssel erfolgreich zu verhandeln. Die Appelle an Herrn Tsipras, die in den letzten Tagen gekommen sind, vieles davon teile ich. Ich muss aber heute auch sagen, dass es Appelle an Angela Merkel in Deutschland gibt, die ich überhaupt nicht teile. Und deshalb finde ich sehr gut den Ton, den Jean-Claude Juncker hier angeschlagen hat. Wenn die Bild-Zeitung heute fordert, dass das, was wir brauchen, die eiserne Kanzlerin ist, dann kann ich nur sagen, bitte nicht. Ja? Dann möchte ich, dass die Deutschen sich daran erinnern, dass wir, wenn wir auf eiserne europäische Nachbarn getroffen wären, immer wieder, ja, dann wären wir heute nicht diese europäische Nation, dieses Deutschland, das eine ganz besondere Verantwortung hat. Herr Juncker, ich finde, dass die beiden Themen klar sind. Es sind die Reformen auf der einen Seite, die übrigens auch im IWF-Papier angesprochen werden. Das IWF-Papier spricht nicht nur über die nicht nachhaltige Schuldensituation. Das IWF-Papier mahnt ganz klar die sozialen Reformen in Griechenland an. Auf der anderen Seite müssen die Schulden für Griechenland nachhaltig gemacht werden. Und Frau Präsidentin, Ihr Land hat mich so begeistert, weil es ein Land ist, noch im Aufbau, mit großen Problemen, aber mit unglaublich viel europäischem Geist. Ich würde mir manchmal wünschen, ja, dass diese jungen Letten, die jungen Balten und die jungen Griechen sich verständigen würden darüber, was europäische Demokratie ist, statt auseinanderzudriften. Ich glaube, dass gerade die kleinen Länder und die neuen Länder eine Brückenfunktion in dieser ganzen Debatte spielen müssen. Ich danke für Ihre Ratspräsidentschaft und wünsche Ihrem Land und Europa Glück. Für die AfD.